Loch. Hey, Kinder. Ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. War total tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen. Maya, ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und es gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Okay. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Bist du übergeschnappt? Und überhaupt? Wofür brauchst du so viel Geld? Von welchem Stern bist du denn? Wir haben kein Wasser. Wasser kostet Geld. Maya. Das ist gefährlich. Willst du, dass die PKs dich verhaften? Gib sie sofort her. Na gut. Das wollte eh niemand kaufen. Und ich habe mich dran geschnitten. Ja, Con. Ich hab den Lazarus. Cool. Dann schwing deinen Arsch zu Aitor. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay.
Yeah!
Zähl 2 und 2 zusammen und guck, was rauskommt. Solche Sachen passieren andauernd. Ah, der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow. Ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Na, das auf Ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung.
Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen! Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden. Bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn wäscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich, ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. PK-Regeln müssen durchgesetzt werden. Sonst geht die Zivilisation wieder den Bach unter. Peyton, lebst du noch? Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Wir treffen uns draußen. Du weißt, was ich meine. Ich verrate dir was. Peter will, dass ich Lukas Mörder finde. Nur dann hilft er mir, ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die PKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Auf dem Bazar gibt es nur zwei Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Karl. Außer du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du? Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Der Schlechter ist unser größter Feind. Er ist verantwortlich für das Bombardement am Schwarzen Montag und den Tod von 2 Millionen Menschen. Und da ist es seltsam. Das passt nicht zusammen. Ah, nein, passt doch.
Bitte lasst mich gehen.